Hallo Freunde der analogen Unterhaltung. Hi. Willkommen hier bei Hunter und Friends und willkommen liebe Crowdfunding-Supporter. Denn heute ist es wieder soweit. Wir stellen euch ein neues Produkt vor. Nee, nicht Produkt, sondern Projekt, wollte ich sagen. Spiel ist auch irgendwie ein Produkt, Projekt, alles möglich. Es ist auf jeden Fall ein dickes Projekt. Ja? Und wir reden nicht von mir übrigens. Nein, ich rede hier über diese dicke Schachtel Scarface 1920. Mhm. Jetzt hier war noch Prototypmaterial, aber wirklich schon sehr, sehr schön ausgestaltet. Ich weiß gar nicht, ob ihr das erkennen könnt. Hier gibt es sogar schon UV-Spot auf den Playerboards und Sachen, die wir euch zeigen wollten. Deswegen reflektiert das ein oder andere auch ein bisschen. Aber trotzdem, natürlich ist es noch Prototyp. Das Ganze hier, erstmal die Hard Facts. 1 bis 4 Spieler von Redson Games und Big Child Creatives. Beide Sachen sagen mir erstmal so nichts. Vielleicht auch neu im Business, aber das ist jetzt nur so gemutmaßt von mir. 60 bis 120 Minuten. Bei 1 bis 4 Spielern steht hier drauf. Mhm. 14 plus. Ich würde fast sagen 16 plus, wenn es ums 16, Thema geht. Ja, vielleicht. Ja, möglich. Das kann man. Das muss man sehen. Müsst ihr denn für euch auch mal entscheiden. Also man kann es schon mal auch von diesen Werten her sehen. Es ist kein kleines, leichtes Spiel, sondern es ist eher ein großes, abendfüllendes Projekt. Genau, und auch nicht unbedingt nett. Ja, naja, also, wie das halt zu diesen Zeiten war. Da war man halt nicht nett als Mafia. Ja, doch. Ne? Also nett zu seinen Leuten außen, vielleicht. Nach außen schon. Man muss ja die Bevölkerung zu, da war man nett. Ja, möglich. Außer wenn man den einen oder anderen in seinem Geschäft erpressen wollte. Das Ganze ist von Tony und Daniel designt worden. Und Antonio, der hat es illustriert. Die haben krasse Nachnamen. Wollen wir es doch nochmal probieren? Serra de San Ferrum. Ja, das ist der gute Tony. Tony, genau. Und Daniel Simon. Das geht Simon, noch. Das geht noch. Und Antonio Stappe Petras. Herz. Ja, okay. Also, bevor ich hier noch Leute weiter abschlachte, nur dem Namen bedrohen, ist nicht gut. Mhm. Wir haben es trotzdem mal versucht. Die sind also hier und wegen natürlich auch noch ein paar anderen Leuten sicherlich für dieses ganze große Ding hier verantwortlich. Und wir haben uns heute mal gedacht, weil das wirklich auch eine komplexe Nummer hier ist, wir werden euch jetzt erstmal am Anfang gleich mal einen groben Überblick über so ein bisschen die Komponenten, wie ist die Map und sowas aufgebaut. Ihr seht jetzt hier auch schon mal den Hauptspielplan. Und dann werden Piet und ich so abwechselnd noch einzelne Bereiche mal ein bisschen beschreiben. Und dann, ja, eher so in der anderen Hälfte des Videos, werden wir auch wirklich mal ein bisschen was spielen, dass ihr denn mal so ein Gefühl bekommt, wie sehen denn so einzelne Züge aus und ähnliches. Das Ganze ist im Herzen ja ein Konglomerat aus, denke ich, vielen coolen Aspekten. Wir haben hier das Brett, da haben wir so einen Area-Control-Mechanismus. Wir haben, wie ihr seht, ist das Ganze in unterschiedliche Distrikte unterteilt durch diese dicken roten Linien. In diesen Distrikten gibt es sogenannte Neighborhoods, die werden hier durch diese Pappmarker quasi gekennzeichnet. Die haben halt unterschiedliche Fähigkeiten. Da kann man zum Beispiel Waffen oder Alkohol gegen Geld eintauschen oder schmuggeln. So ein bisschen. Ja. Eher verkaufen, ja, verkaufen. Ja. Am Ende ist es natürlich so, dass man hier möglichst viel Geld haben möchte. Der dann am Ende das meiste Geld hat. Und da kommen wir dann, wenn es zur Endabwertung geht. Für viele Sachen gibt es dann nachher noch Geld. Aber ja, man will hier möglichst viel Kohle machen. Das bedeutet, dass hier in diesen Neighborhoods können auch unterschiedliche Geschäfte sein. Hier seht ihr schon mal sowas, so ein Speakeasy, ein Brothel oder ein Casino. Das kann im Laufe des Spiels auch noch mehr werden. Und wir haben jetzt hier schon mal die Startaufstellung für 2 Personen für euch so ein bisschen aufgebaut. Deswegen seht ihr hier auch schon, Pete hat sich dieses Territorium schon mal so ein bisschen gesichert, hat sich hier so ein, ja, dass das seins ist, quasi ein Marker raufgelegt und er hat auch schon mal ein Fahrzeug dazu gestellt. Ich habe mir hier diese Ecke mal quasi so für mein Startterritorium ausgesucht und am Anfang im 2-Personen-Spiel werden hier noch so Police Cars auf die Karte gesetzt. Die sind hier in diesem Central District. Die können nachher auch noch ein bisschen umarrangiert werden. Und ja, mit der Polizei, wie es immer so ist, die muss man mal ein bisschen bestechen. Oder die kann man vielleicht auch mal eher zur Hilfe ziehen, wenn die bei einem stehen und. Aber die Untouchables und der liebe Elliot Ness, die sind auch dabei. Es gibt also ein paar, die kann man nicht unbedingt bestechen. Ja, wie. Also das ist quasi der große Hauptplan, wie man hier so sieht. Dann haben wir Bereiche, an denen können wir letztendlich unsere
Figuren, die wir hier auch haben, als ja, in Aktionsbereiche setzen. Das jetzt auch nur mal kurz für euch. Da oben haben wir die Authorities, da können wir unterschiedliche Aktionen machen. Kommen wir dann nochmal dazu. Hier haben wir einen Bereich, das ist das Gefängnis, das Prison. Hier unten haben wir die Underworld, also den Untergrund. Da können wir auch spezifisch zugeordnete Aktionen ausführen. Ganz interessant ist hier so eine Leiste, die Raid-Leiste. Das ist je nachdem, wie kriminell wir in der Stadt unterwegs sind. Ja? Hoffentlich gar nicht. Ja, nein, ja schon, irgendwie schon. Also wir machen hier natürlich schon kriminelle Machenschaften, aber da kann es natürlich passieren, dass irgendwie die Polizei auf uns aufmerksam wird und dann gibt es quasi ja so ein, ja, dann wird erstmal gestürmt, wird erstmal eine Hausdurchsuchung gemacht, da gibt es auch extra Karten. Wie gesagt, abhängig davon, wie man auf diesem Track sich nachher bewegt, wird das meistens immer schlechter für einen ausgehen. Hier unten seht ihr es schon ganz schön, haben wir so einen Marktbereich. Das Ganze hat einen Menschenhandel da ein bisschen. Nein, es sind Kontakte. Also das ist halt, man guckt, versucht halt Kontakte zu schmieden und kann da also Associates anwerben, die dann man mit in sein Deck nimmt. Und da kommt dieser Deckbauaspekt mit rein. Wir starten mit unserem Startdeck, was unsere Gang an sich beinhaltet und unser Boss. Das sind 6 Karten und alles Weitere müssen wir irgendwie organisieren, anwerben, damit wir da mehr Karten und auch dann entsprechend mehr Möglichkeiten halt haben. Und Gang ist auch das richtige Stichwort. Neben dem großen Hauptplan hat jeder Spieler noch so ein eigenen Spielerbereich, ein eigenes Konglomerat an viel Stuff. Wir haben das jetzt hier mal sehr komprimiert. Wenn man das nachher spielt, kann man sich vielleicht noch ein bisschen mehr Fläche geben. Aber wir haben jetzt mal beispielhaft hier Pete's Bereich eingeblendet. Und du sagst es schon, jeder von uns startet mit 1 von 4 möglichen Gangs. Genau. Ich bin der Northside Mob, Dean O'Banion. Ich lege es hier nochmal hin, kurz. Das ist nämlich so ein Sichtschirm, den man dafür benutzt, damit das Geld geheim bleibt. Man weiß also nicht, was man, wie viel Geld man hat. Ich werde das nachher dann auch wegmachen. Was ihr hier seht, ist relativ entspannt. Wir haben also unseren Anführer, wie er hier auch schön auf dem Bild zu sehen ist, und seine Startwerte und die Fähigkeiten, die er ausloten kann. Beim Boss ist es sehr schön. Er kann halt verschiedene Dinge machen. Er ist sehr vielseitig war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, wir sind hier immer bei englischen Prototypen und Sachen, das in Deutsch. Also seid ein bisschen nachsichtig, falls da doch mal wieder in den englischen Begriff überswitchen. Genau. Ja. Und je besser oder je weiter man diesen natürlich trainiert, dann desto bessere Werte kriegen wir und desto mehr Cubes kriegen wir dann auch, die wir rechts in unsere Upgrades legen können. Das heißt also, wir können verschiedene Strukturen in unserer Gang ausbauen. Das sind, wie man sieht, wir haben einfach eine höhere Starthand oder eine Kartenhand, was natürlich bedeutet, ich habe mehr Möglichkeiten, ich sage mal, Trupps zu bilden, um halt bestimmte Aktionen auszuführen. Ich habe meine Anwälte, die natürlich dafür sorgen. Ganz wichtig, gute Anwälte. Ja, die dafür sorgen, dass meine Leute aus dem Gefängnis kommen oder wenn halt so ein Polizeiüberfall kommt, dass man sagt, Jungs, ist vielleicht gar nicht so schlimm. War gar nicht so schlimm. Diese Car-Explosion, also Car-Bomb auf öffentlicher, das war gar nicht, das war eigentlich wie ein großes Feuerwerk. Da kommen wir nicht, das war irgendwo ein Benzinleck. Also da würde ich mal zum Hersteller gehen. Ja, auf jeden Fall. Da muss ich Genau, dann haben wir natürlich Recruitments, das heißt, wir sehen hier oben schon Leute, die wir noch anwerben können. Starten tun wir mit 4 Leuten, die wir direkt auf dieses Brett bewegen können. Wir haben in unseren Safe Houses noch 2 Leute, die wir anwerben können. Das heißt also, wenn ich Recruitment kriege und einen Schritt habe, kann ich also entweder einen der Leute von den Rekruten von der Straße in die Safe Houses holen oder von den Safehausen, vom Safehouse ins Headquarter ziehen und habe dann eine Person natürlich mehr zur Verfügung auf dem Brett oder wo auch immer ich ihn da hinstellen möchte. Das ist das, was euer Gangboard so hergibt. Ja, und ihr seht hier unten, wir haben auch noch den einen oder anderen Händler an der Hand. Ja, ich schiebe die hier mal so rüber. Die entsprechend, wenn wir sie besuchen, uns dann entweder Alkohol oder halt Waffen anbieten. Und die müssen wir natürlich auch irgendwo lagern. Das heißt, wir fangen jeweils mit 2 Waren an, die wir schon einlagern. Hier oben rechts seht ihr nämlich, wie viel Lagerplatz die Leute selber für uns haben. Das heißt, wir können jeweils eine Ware lagern. Wenn wir jetzt Sachen dazu bekommen,
Dann müssen wir sie nämlich in unserem Hauptquartier lagern oder in unserem Neighborhood lagern. Das heißt, die Ressourcen wandern dann mitten auf die Karte. Wenn ich also jetzt hier irgendwo Alkohol anwerben würde, würde das einfach dann in diesem Neighborhood liegen. Bedeutet aber auch, wenn es mir weggenommen wird, sind doch die Ressourcen weg. Auf jeden Fall. Und ihr seht schon hier unten, ne, da gibt es natürlich einen großen Stapel an neuen Dealer-Händlerkarten. Das im Laufe des Spiels kann man also weitere anwerben. Da gibt es auch einen ganz schönen Mechanismus, wie die sich auch noch so ein bisschen stacken können. Und daneben eine weitere Kartenart sind die sogenannten Jobs. Wir haben am Anfang auch schon, jeder sieht ihr hier vielleicht auch schon, drei Jobs auf die Hand ziehen können. Das ist sozusagen auch Startvorbereitung. Da gibt es jetzt endlich zwei große Unterschiede, so Instant-Jobs oder permanente Karten, die dann auch je nach Spielsituation ja einfach gute Boni geben können und wie gesagt entweder einen einmaligen Effekt haben oder die ganze Zeit ab dem Ausspielen noch im Spiel sind. Und das ist sozusagen mit unserer eigenen Kartenhand, die wir aufbauen, den Dealern, die wir auslegen, diesen Karten, haben wir da schon einiges, was wir so an Kartenfähigkeiten plus den Fähigkeiten des Bosses noch haben. Also hier wirklich unterschiedliche Karteneffekte, die wir triggern können. Da muss man am Anfang auch erstmal ein bisschen durchsteigen. Ja. Da wird man auch ein paar Partien brauchen, um da vielleicht die richtige Kombination von Kartenfähigkeiten, zu welcher Zeit mache ich was, am besten sein. Aber das ist sicherlich auch ein interessanter Punkt hier bei dem Spiel, wo man sich so ein bisschen reinfuchsen kann. Um der Vollständigkeit halber mal meinen Boss hier zu zeigen. Ich habe den Alphonse Capone Chicago Outfit. Seht ihr natürlich schon andere Spielerfarbe, auch andere Miniaturen, andere Boss-Miniaturen. Die Gebäude und Autos, die sind aktuell hier gleich, die werden sicherlich auch so bleiben. Aber diese unterschiedlichen Charaktere oder Gangs, die haben halt unterschiedliche Fähigkeiten, die die machen können. So ist es quasi, dass in dieser Grundbox, vielleicht gibt es ja auch noch den einen oder anderen, tja, keine Ahnung, Zusatz-Content, der freigeschaltet wird, das wissen wir auch nicht. Jedenfalls hier konnten wir uns mal vier Gangs angucken, die bestimmte ja, Spezialisierung so ein bisschen haben. Wenn man zu zweit im Anfangsspiel ist, wird auf jeden Fall empfohlen, dass man hier mit Capone und den guten Dean die Sachen spielt. Das ist dann ein bisschen ausgeglichener, aber da hat man halt auch die Möglichkeit, ja, noch mal ein bisschen in seine Gang so reinzuschnuppern und die Stärken da vielleicht ein bisschen auszuloten und dann auch aufs Brett zu kriegen. Mhm. Pete, ja, bevor wir selber noch ein bisschen spielen, wollen wir euch mal so einen kurzen Ablauf geben. Was macht man denn eigentlich in seinem Zug? Man kann grundlegend sagen, man hat eine Aktion. Und mit dieser einen Aktion könnte man so, ich sag mal, theoretisch sieben Dinge tun. Wobei eine davon wirklich nur ein ganzer Notfall ist. Das kann man jetzt hier mal außen vor lassen, das ist, wenn man gefühlt nichts machen kann. Mhm. Aber man kann sonst viele Sachen machen. Aber bevor man dann diese mit dieser Aktion einsetzt, kommt man erstmal in so eine genannte Planungsphase. Und das ist auch die Phase, wo jetzt die Karten und so ein bisschen der Deckbau zum Tragen kommt. Denn am Anfang der Runde habe ich ja ein Handlimit von 3 und vor diesen Aktionen muss ich mich dann immer fragen, was will ich machen und welche Leute schicke ich denn jetzt los, diese Aufgabe zu erledigen. Das heißt, wir haben den Deckbau von unseren Karten und suchen uns da halt dann entsprechend viele Karten aus. Wir können so viele spielen, wie wir wollen oder auch so wenig, wie wir wollen. Das Einzige, was wir dann beachten müssen, ist, je mehr Leute wir losschicken, desto auffälliger sind wir bei der Polizei und desto mehr geht halt unsere Möglichkeit, dass wir irgendwie erkannt werden, nach oben. Ja, das ist dann quasi, wenn so einer so um die Häuserecke schleicht, ist man noch ziemlich unauffällig. Wenn aber so ein Trupp von 4, 5 und vielleicht noch, keine Ahnung, die Juwelendieben dabei ist mit ihrer Schrotflinte, dann wird es schon ein bisschen dran. Wir zeigen euch mal, wie so diese Grundkarten so ein bisschen aufgebaut sind. Genau, das sind jetzt hier 3 Stück. Warte mal, wir könnten ja den auch rausnehmen, dann seht ihr auch gleich eine Bosskarte. Wir haben also immer ein Bild, wie es in der Mitte zu sehen ist. Wir haben die Attribute. Oben ist Stärke und unten ist Einfluss. Das heißt also Charisma und... Muscle und Influence heißt es auf Englisch. Genau, dann haben wir den Namen der Karte, zu welcher Gang sie gehört, wenn es eine Gangkarte ist. Das ist hier links unten auch nochmal angegeben. Und welche Aktion oder welche Fähigkeit sie noch haben, wenn sie ausgespielt werden. Es gibt auch Karten, die, ich klaue mir jetzt hier mal den Javel Sieve nach unten.
der ja noch eine andere Fähigkeit hier unten hat, da wird das natürlich vorausgesetzt, dass man halt noch einen Geldsack, und zwar ist das eine Art, in welchem Metier die so unterwegs sind. Und ihr seht hier rechts oben, das sind halt diese anderen, die Angaben. Das sind dann also Spieler, Banker. Ja, also wir haben ja dieses Flaschensymbol, das ist das Bottlenecking, dann der Aktenkoffer ist Korruption, das Peak-Symbol ist hier Gambling, das also Spielen. Ne? Mhm. Dann haben wir, glaube ich, das sehen wir jetzt nicht, aber doch, wir hatten eben diesen Geldsack noch, das ist Raub, Theft, dann der Kuss hier ist weiß und dann gibt es noch so ein Fadenkreuz, das steht dann für Violence. Je nach Karten ist das nochmal interessant, was für eine Klasse man, könnte vielleicht sagen, man angehört. Manchmal ist es total nebensächlich, manchmal auch für den einen oder anderen Job könnte das interessant sein. Genau. Und jetzt muss ich die zusammenstellen, zum Beispiel, wenn ich sage, ich will jetzt bei meinem Dealer halt vorbeischauen, dann sage ich halt, also die spiele ich dann halt nicht alle aus, dann spiele ich halt nur die Bodyguards aus. Ja, und dann könnte ich hier zum Beispiel zu meinem Dealer gehen. Ich zeige euch den mal kurz, der liegt ja hier drüben. Würde dann also eine Person, die ich halt aus meinem Hauptquartier nehme, hier auf diesen Dealer setzen, der da mal vorbeischaut. Und würde ihn halt dann, das würde sagen, er hat hier also eine Muscle, eine Stärke. Das reicht, um diesen hier zu aktivieren. Was er da mit ihnen bespricht, das überlassen wir eurer Fantasie. Und ich würde dafür halt zwei Alkohol bekommen. Oder zwei Barrels oder wie auch immer, zwei Rieshausen für Alkohol bekommen, die ich dann entsprechend lagern müsste. Und im Spiel könnt ihr euch natürlich vorstellen, gibt es dann Dealer oder ein Konglomerat von Dealern, die mitunter auf einmal mehr Stärke benötigen oder vielleicht auch vielleicht sogar auch beides, je nachdem. Aber nehmen wir mal an, das wäre hier zwei Stärke. Dann hätte Pete seinen Arbeiter hier in dem Sinne nicht einsetzen können, weil er hätte ja nur eine Stärke generiert. Dann hätte er... Dann hätte ich hier zum Beispiel noch den Boss mitnehmen. Genau, er hätte zum Beispiel den Boss spielen können, weil der Boss, der hat, seht ihr da neben seiner Figur, die beiden Standardwerte, die auf dem Tableau sind. Und dann hätte er in diesem Beispiel quasi jetzt zwei Stärke und einmal Verhandlungsgeschick gehabt. Das Verhandlungsgeschick wäre hierfür letztendlich so ein bisschen verschwendet gewesen, also nicht benötigt gewesen. Aber er könnte dann den Job, beispielhaft, wenn hier eine 2 gewesen wäre, natürlich ausführen. Und so ist es halt, dass man mit den unterschiedlichen Karten, halt neben den Effekten, die sie haben, die man halt beliebig triggern kann, halt diese Grundattribute sozusagen sich aufsummieren und wir in bestimmten Bereichen, das war jetzt halt das eine Beispiel, aber wenn wir zum Beispiel hier in den Untergrund gehen, wo es mit Sachen mit Einfluss halt passieren. Umso mehr Einfluss ich meinem Typen dann mitgehe, kann ich Sachen vielleicht öfter machen oder ich kann mehr Karten ziehen, um eine größere Auswahl zu haben oder. Und ja, das ist immer so ein bisschen die Abwägung, wie viele Karten spiele ich. Denn das ist ein ganz interessanter Punkt, der hier auch so... Mir ist nicht, bis jetzt nicht ein Spiel eingefallen, wo ich das schon so mal erlebt habe. Aber ihr seht hier oben diesen Zeit-Tracker, das ist sozusagen bei 1 bis 2 Spieler starten wir in dieser Position und letztendlich spielen wir das gesamte Spiel über 3 Runden, die hier über solche News-Karten quasi getrackt werden. Da gibt es nochmal so ein paar kleine Events. Mhm. Und jedes Mal, wenn man quasi keine Karten mehr auf der Hand hat, wird das Deck nicht automatisch nachgemischt. Das ist ja klassisch so eigentlich so bei Deckbildern, sondern hier ist es so, dann ist es so, du kannst erstmal keine Karte nachziehen. Solltest du dann quasi wieder rankommen und es gibt quasi keine Karten, die du ziehen kannst, dann musst du dich erstmal wieder reorganisieren. Und in diesem Schritt, das werdet ihr dann auch sehen, macht man eine Abfolge von bestimmten Sachen und unter anderem wird denn dieser Marker nach vorne gesetzt. Ja, so heißt es, dass wir mitunter unterschiedlich viele Züge machen können, weil Pete vielleicht immer nur eine Karte spielt, ich spiele vielleicht mal 2, mal 3, bin sozusagen schneller mit meinem Deck durch und jedes Mal, wenn so ein Deck theoretisch alle ist, wird es erst nicht automatisch gemischt, sondern es werden ein paar Sachen abgehandelt und dann advanced dieser Zeitmarker hier nach vorne und sobald er hier auf dieses extra Feld geht, dann wird das Rundenende eingeläutet, auch da passiert wieder ein bisschen was, nach den Sachen wird das hier wieder resettet und dann, ja, spielt man wie gesagt insgesamt 3 Runden und der oder die Spielerin, die dann das meiste Geld hat, vielleicht hier auch die meisten Neighborhoods, die meisten Geschäfte kontrolliert, der oder die gewinnt dann am Ende das Spiel. Also ihr merkt schon, alleine auch schon nur, deswegen haben wir es auch mal so versucht, mit euch jetzt hier so einen Überblick zu geben, dass man, wenn wir jetzt gleich ein bisschen spielen,
ein bisschen freier sind und wirklich mal so den Spielfluss euch zeigen können, gibt es schon jede Menge, ohne dass wir jetzt zu sehr ins Detail bei den einzelnen Sachen gegangen ist, die man hier machen kann und auf die man sich vielleicht auch konzentrieren kann, je nach Gang auch, je nachdem, worauf man noch Lust hat und sich da so ein bisschen seine Gewinnstrategie auch erstmal ein bisschen zurechtfinden muss. Und Pete, ich würde sagen, wir machen insofern jetzt einen kleinen Cut für euch. Wir spielen nämlich jetzt schon mal ein bisschen an, steigen denn für euch ein bisschen ein, dass ihr mal wieder seht, wie hat sich was auf dem Board so ein bisschen verändert. Und dann werden wir quasi euch mal zeigen, auch so ein Rundenende und sowas, Damit ihr die Dinge auch mal seht, die dann. Ja, wir haben jetzt den einen oder anderen Zug schon gemacht und sind jetzt an der Phase, wo mitunter in die Möglichkeit kommt, dass wir unsere erste Runde beenden. Und deswegen steigen wir jetzt hier für euch mal wieder ein. Wir zeigen auch mal die Top-Down. Ihr seht schon, es hat sich ein bisschen was verändert. Hier, Pete hat sich schon einen Nachtclub besorgt. Ja, ne? Das ist genau, der muss ja auch wieder markiert werden. Das habe ich noch nicht gemacht. Jeder Abschnitt kann nur einen Nachtclub haben. Mhm. Und jede Gang kann maximal zwei Nachtclubs besitzen, weil die als Upgrade auf dem Gang-Tableau zu finden sind. Und ihr seht natürlich auch, die sind natürlich ein bisschen mehr wert, was ja, das die Ausschüttung angeht. Das können wir hier mal als Beispiel zeigen. Hier haben wir jetzt so ein Neighborhood-Plättchen. Wenn man das Ganze in einen Nachtclub upgradet, seht ihr das gleich, dann wird natürlich das, was man dort handeln, schmuggeln, wie auch immer verkaufen möchte, ein bisschen mehr. Aber 5 Fässer eine Waffe, $38 und hier waren es 4 Fässer, $19. Der Platz unendlich bleibt erhalten. Das hier allerdings hat so, ich sag mal, eine Art Verteidigungswert von 3, dann als Nachtclub von 6. Diesen Wert, den muss man ja dann mitunter halt erreichen, wenn man da was einnehmen möchte. Da gibt es ja noch ein paar andere Faktoren, die dazu zählen. Ja, also Pete hat da schon mal einiges so ein bisschen aufgebaut. Genau. Und ich habe auch noch zusätzlich zu dem Nachtclub, habe ich auch noch ein Casino in meinem Distrikt gebaut. Ja, da habe ich kurz mit den Authorities geredet, mir da eine Baulizenz geholt. Ja, war voll klar, ja, Casino, gar kein Thema. Und hab da mal einfach mal ein bisschen Beziehungen spielen lassen. Solche Geschäfte, Casinos, ähnliches, das können Karten sein, die darauf sich beziehen, das ist sinnvoll. Am Ende des Spiels gibt es auf jeden Fall dafür auch nochmal Geld, wenn man solche Sachen hat. Also das ist sozusagen immer auch noch ein bisschen abhängig. Die können manchmal für den einen oder anderen Plan noch ein bisschen vorteilhafter sein. Dann hat Pete Thema Plan. Wir gucken mal, ob wir das hier sehen. Vielleicht zeigst du das mal. Nee, ich zeige es hier einfach in der Detail. Pete hat nämlich schon 2 permanente Pläne ausgespielt. Genau, in der letzten Runde sogar erst, weil man sieht... letzten Zug. Ja, Runde. Ja, richtig. Ja. Das stimmt, man sieht also, was muss man also dafür haben? Und hier sagt es, man muss mindestens eine Person bei den autoritären Stellen haben, also bei der Polizei oder sonst wo haben. Und den habe ich natürlich eingesetzt, um mir dieses Casino zu bauen. Das habe ich gleich ausgenutzt, weil danach, wenn man in seinem Plan jemand hat, der einen Peak hat, so einen Spieler, da hatte ich hier diesen Gambler den Lieutenant, da sieht man hier das Peak. Und damit konnte ich dann beide entsprechend ausspielen. Ja. Jobs an sich kosten keine Aktion, sind also zusätzlich spielbar zu der Aktion, die man machen möchte. Und hier ist es natürlich immer so, sollten sich da ein paar Sachen in dem finalen Ruling, in der finalen Regel noch ein bisschen ändern, vom Wording, von Detail, sieht uns das nach. Wir spielen quasi mit den aktuellen Regeln, aber dass man natürlich mal so ein Gefühl bekommt. Die aktuellen Regeln zu diesem Prototypen und zu diesem Zeitpunkt. Auf jeden Fall. Pete hat dann auch schon ein bisschen, ja, ihr seht es da unten, schon sich weiter ein bisschen ausgebaut. Er hat nämlich neue Händler bekommen und er hat auch ein Upgrade gemacht, dass ihr da im Bilde seid. Du hast so einen Gunrunner dir noch besorgt. Genau, der kann für einen, man sieht, er hat so ein bisschen ein kleines Upgrade für denselben Input, gibt es ja einfach den doppelten Output. Mhm. Und das erste Upgrade hast du gesetzt, natürlich, er hat ja Nightclub gebaut. Das ist hier unten dann. Und wie ihr seht, bei jedem Upgrade, das man setzt, steht da auch eine Zahl drin, wie hoch denn die Crime Rate halt steigt. Weil wenn so ein Nachtclub aufmacht, ist es nicht so mehr unter der Decke der Verschwiegenheit. Und das habt ihr auf dem Brett vielleicht auch schon gesehen, unsere Crime Rate. Ja, also meine sieht man noch, die von Alex ist schon jenseits von Gut und Böse, sag ich jetzt mal. Wer weiß. Und was ihr noch gesehen habt, ist
Der Family Ring, der hier in der Mitte ist. Ah, ja, ja. Das ist natürlich ein super geiler Prototyp, Family Ring, den wir haben. Und immer wenn man jemanden anwirbt aus der Stadt, dann kriegt man diesen Ring für den Zeitpunkt. Es kann sein, dass auch hier wieder andere Karteneffekte dir den geben oder den voraussetzen. Was erstmal ganz wichtig ist, immer am Anfang seines Zuges, wenn man diesen Family Ring hat, bekommt man im Zweispielerspiel ein Geld. Pete nimmt sich auch schon mal das Geld. Das denn mein Zug fängt jetzt an. Genau, denn Pete Zug fängt jetzt an. Ihr seht es schon, wir sind hier auf der Zeitleiste halt ein Feld vor Rundenende, also wenn jetzt nochmal ein Spieler keine Karten mehr nachziehen kann, dann muss er sich ja wieder reorganisieren und dann wird auch dieser Marker vorangetrieben. Also ja, Pete, ich bin mal gespannt, was du ja als im nächsten Zug so ein bisschen dir überlegt hast. Was du ich werde einfach mal was zeigen. Mein Plan besteht also, diese nette Dame hier ins Rennen zu schicken, den Crapshooter, der also irgendwelche lustigen Sachen erzählt über Leute. Den Ring behalte ich ja noch. Mhm. Und gepaart, damit da nicht so viel passiert, schicke ich die Bodyguards noch mit. Ja, das sind also zwei Karten, minus zwei, meine Crime Rate, also fällt nicht auf, das heißt, meine Crime Rate steigt nicht. Und ihr seht auch hier schon mal, ne, das ist also eine Karte aus seinem Startset und das ist hier auch mal eine zusätzlich erworbene, eine Ein-Stern-Karte. Also ein bisschen Deckbau haben wir hier auch schon betrieben. Und was werden die machen? Die werden natürlich ein Fahrzeug bauen. Oder organisieren. Wir sagen es mal, ja. Du weißt, du machst ein Upgrade. Wir machen ein Upgrade. Mhm. In dem Fall machen wir ein Upgrade von einem Fahrzeug. Das heißt, ich würde hier 4 Geld bezahlen. Ich gebe mein geliebtes Geld wieder weg. Aber für 4 Dollar ein Auto kriegen. Genau, und dieses Upgrade muss auch. Genau, dieses Upgrade braucht einen Muscle und einen Influence. Ja? Und wir sehen das auch. Wir haben es ja gesehen bei den Jungs. Ist ein Muscle und ein Influence. Ja. Dann kann ich den hier so schön reinlegen und jetzt darf ich mir eins meiner Fahrzeuge. Und weil Pete es ja eben angesprochen hat, dein Crime Rate geht um eins nach oben. Ja, und jetzt darf ich eins meiner Fahrzeuge organisieren und ich werde mir hier einfach mal so eine Karosserie leisten, die ich hier damit aufs Brett stelle. Die stellt jetzt Pete aufs Brett. Das sind auch Prototypen-Sachen, die wir hier haben. Wir können die auch gerne nochmal im Detail zeigen später. Aber das ist dafür da, dass ist einfach eine permanente Stärke gibt, die nicht zurück wieder aufs Brett geht. Ja, und weil Pete jetzt hier sein Auto eingesetzt hat und ihr seht es, ich habe im Verlauf des Spieles mal so einen Polizeiwagen in sein District hier gesetzt, muss er jetzt da die Polizei bestechen und ja, pro Einheit oder Vehikel, die in das Gebiet mit einem Polizeiauto kommt, werden da 2 Dollar fällig. Das darf Pete jetzt gleich mal machen. Aber ey, immerhin hast du ein Auto. Aber ich hätte es auch wegfahren können vorher, fällt mir gerade auf, weil meine Fähigkeit sagt. Ja, das stimmt natürlich, rein vom Timing her. Aber jetzt für den ist ja auch mal schön, haben wir euch das hier mal gezeigt. Wir lassen es einfach mal da. Das sind ja auch genau jetzt, diese Sachen, kann man in beliebiger Reihenfolge. Genau, und jetzt kommen die ganzen lawinenartigen Möglichkeiten, die man hat. Ich habe hier nämlich, ich lege das hier mal kurz rüber. Ich habe hier nämlich als Job irgendwann gemacht, dass ich Mixed Matches habe. Schön diese manipulierten Boxkämpfe. Der Mann, sagt einfach... Du warst jetzt nicht hier am Tisch, ja? Ja, Boxkämpfe. Ich würde nochmal drüber nachdenken. dass ich für jeden in meinem Plan, der ein Spieler Peak. Ist, für das Peak-Symbol, werden auf diesem Plan in zwei Spielerspiel 3 Dollar gelegt. Machen wir einfach mal. Ja. Und dann darf ich auch noch gain as many... kann ich hier die ganzen Fähigkeiten abarbeiten. Bei dem Craftstone kriege ich so viele Dinge, wie ich Influence auf der Hand habe. Da ist natürlich eine gute Handsize gut. Ich habe keine auf der Hand, dafür kriege ich also kein Geld. Aber es gibt ja hier unten eine Fähigkeit, die sagt, wenn die Dame unterwegs ist mit einem weiteren Spieler, so ein Bootlegger oder Thief, ja, ein Raub. Genau, dann triggert die untere Fähigkeit. Das ist er in dem Fall. Und hier wird es gesagt, place one Tuck from your safe houses next to a casino to your control. Und ich habe sogar noch jemanden in meinem Safe House. Das sehen wir hier oben. Das ist diese zweite Ebene. Kann ich diesen nehmen und kann den in ein Casino werfen, packe da hin und bezahle nochmal 2, weil es ja regeltechnisch richtig ist. Auch wenn ich sie vorher hätte wegfahren sollen. Wir lassen es einfach mal stehen, weil wir noch ein bisschen was zeigen wollen. Und jetzt habe ich natürlich nicht richtig nachgedacht. Ich hätte natürlich noch mit so einem Peak
Sachen das vielleicht auslösen sollen, weil dann wäre das auch gleich runtergekommen. Das bleibt aber drauf, das ist ja nicht verloren. Die beiden Herrschaften haben ihre Sachen gemacht. Achso, ich könnte hier noch dieses Polizeiding. Könntest du woanders noch ein Auto irgendwo wegfahren, hinfahren oder so? Ich kann vor allen Dingen umsonst kann ich ein Polizeiauto, was in meinem Neighborhood ist, wegfahren. Da muss ich nicht mehr was bezahlen für. Müsste ich also dieses Fahrzeug einfach wegfahren. Ja, mach das doch. Alles gut. Okay. Dann hätte man das auch, hätte man sich das Geld. Macht man, also da ist Reihenfolge wieder wichtig, merkt ihr? Ich fahre das einfach mal hier rüber. Verstehe. Dann bin ich fertig mit meiner Runde. Und was Piet nicht vergessen darf, ihr seht jetzt schon, vor seinem Boss ist jetzt ein Feld frei geworden. Da geht er natürlich automatisch einen Schritt rüber. Dankeschön. Ne? Ja. Ist ja da noch zu sehen. Ja, jetzt bin ich natürlich dran. Ne? Ich habe hier auch, mein Handkartenlimit ist auch immer noch drei. Ich habe hier drei neue Sachen. Ziehen aber mal auf, meine letzte Karte. Piet kann aufziehen. Und bei mir ist es letztendlich auch so, ich habe hier auch schon noch einen neuen Dealer. Ich habe hier jetzt mal so einen zusammenhängenden Dealer erschaffen. Das heißt, die neue Karte wurde hier unter meinen alten Dealer gelegt. Und jetzt, wenn ich hier jemanden draufstellen will, brauche ich schon einen, ja, sag ich mal, so einen Stärkewert von 2, generiere aber dann auch gleich 2 Waffen auf einmal. Das ist noch nicht ganz so optimal, aber ja, das ist schon, warum nicht? Ich habe wiederum meinen Clan hier so ein bisschen upgraded in Dealer Supply. Das heißt, wenn ich hier einen Pack, also ja, einen. Wie sagt das eigentlich die Übersetzung von Zack? Kann man da sagen Gehilfe oder sowas? Mach's doch einfach. Ja, Kleinkrimineller. Also einfach meinen Kleinkriminellen jetzt zu einem Dealer schicke, dann kriege ich pro Dealer-Karte nochmal quasi eine Extra-Ware. Kann ich mir aussuchen, ob so ein Alkoholfässchen oder so eine Waffenpistole. Und das ist sozusagen schon mal gar nicht so schlecht, um hier ein bisschen was zu generieren. Ich hatte einen Instant-Job gespielt, deswegen habe ich keinen permanenten Job ausliegen, aber habe mir da ein paar Ressourcen gegönnt. Und ihr seht es natürlich hier auch auf dem Plan. Aktuell, ich habe hier immer noch meinen Lieferwagen stehen, habe aber auch schon mal noch eine Figur auf dem Board. Also bei mir ist noch nicht ganz so viel los wie bei Piet. Habe mir aber, ich glaube, 1-2 Karten mehr schon in meinem Deck gekauft und auch schon ein bisschen was gespielt. Und ich überlege jetzt natürlich auch mal, also es gibt hier wirklich so 7 Möglichkeiten, 6 sehr effektive Sachen, die man hier machen kann. Von daher überlege ich jetzt gerade, ich mit dieses Aufbauen ist auch gar nicht so verkehrt. Ich werde, glaube ich, auch mal jetzt einen Nightclub machen. Könnte ich mir vorstellen. Ich mache einen Nightclub. Dafür seht ihr ja auch hier wieder an dem unteren Bereich da, Nightclub. Ne? Ich muss also für die erste Stufe, und man muss auch Level sozusagen, Level 1 hat man, Level 2, Level 3, muss man aufbauend sich ausbauen, muss ich also 4 Geld bezahlen, brauche eine Stärke und ein Verhandlungsgeschick. Eine Stärke und ein Verhandlungsgeschick. Das könnte ich jetzt mit dem machen vielleicht, verstehe. Ja, und dann spiele ich mal 2 Karten aus. Hier seht ihr schon eine Level 4 Karte, die ist schon auch mitunter sehr stark. Die werde ich jetzt in dem Fall sicherlich nicht so ganz optimal benutzen. Alleine könnte ich sozusagen sogar schon 1, 2, 1. Man hat hier bei dem Spiel mal so ein bisschen das Gefühl, will man nicht vielleicht doch irgendwie eine andere Aktion machen, die irgendwie noch ein bisschen cooler ist oder geiler oder Also jedenfalls habe ich immer so ein bisschen das Gefühl. Aber für die Zwecke vielleicht ein bisschen überbezahlt. Also ich habe jetzt zusammen hier generiert 2 Stärke und 2 Verhandlungen. Mhm. Damit kann ich natürlich ohne Probleme hier dieses Upgrade machen. Das mache ich quasi auch mal. Gehe hier, ich wollte auf Nightclub gehen. Muss natürlich auch hier weiter im Crime-Level nach oben steigen. Und jetzt geht es hier natürlich auch mit meiner Bossfigur weiter. Ich kann jetzt also ein Plättchen in den Nachtclub umdrehen. Das mache ich natürlich hier bei mir hier in dem Bereich. Drehe ich ganz um, kriege hier noch einen Nightclub-Marker, damit man das auch sieht. Und dann kann ich jetzt für 5 Alkoholfässer und eine Waffe 38 Geld mir generieren. Das bringt uns jetzt zu dem Thema,
dass das jetzt ein bisschen viel war vielleicht. Ich hätte ja nur eins für neben gebraucht, aber ich möchte jetzt nochmal die Effekte hier triggern. Und jetzt mache ich mal den Effekt von meinen Bodyguards. Ich kann ja eine sozusagen Pistole oder ja, ein Alkoholfass ausgeben, um so eine Polizei wieder hin und her zu fahren. Und das mache ich jetzt mal. Ich gebe mal einfach hier diese eine Pistole aus und werde mal diese Polizei wieder hier reinfahren. Ja. Jetzt überlege ich gerade, nee, ich gebe dafür nicht die Pistole aus, sondern ich gebe dafür hier von meinem Dealer, habe ich noch so ein Fässchen, das gebe ich aus. Keks oder damit Schokolade. Ich noch eins, zwei Pistolen in meinem Board habe. Also das war jetzt halt der Effekt von dieser Karte. Und jetzt werde ich mal den Police Captain, also wenn man einen guten Draht fiese, zum Police fiese, Captain fiese, hat. Fiese Kombinationen ja. Laufen jetzt hier jetzt gerade ab. Er hier, ich fühle mich betrogen. Ja, put one. Sagt also next to a cop in prison und ich kann da eine Waffe für ausgeben, um den Skill nochmal zu wiederholen. Das mache ich jetzt quasi auch. Ich gebe also jetzt hier die Waffe hier aus. Ne? Dann kann ich also jetzt zwei Perks und ihr würdet natürlich wissen, was hier passiert. Diese beiden Jungs hier, ne, die sind neben den Polizisten, die kommen jetzt hier mal ins Gefängnis, die Jungs, mal in prison. Das war jetzt also die Fähigkeit vom Captain. Ich habe hier keinen, das war glaube ich wie so ein Auftragskiller-Symbol, hier jedenfalls nicht so ein Crosshair, sonst hätte ich sozusagen noch bestimmte andere Effekte abhandeln können. Aber das soll es glaube ich erstmal hier mit denen gewesen sein. Ja, also normale Aktion war Upgrade, die Skills der einzelnen Karten hier ausgeführt und jetzt werden die Karten natürlich wieder abgelegt und ich habe noch eine Karte, das heißt, ich ziehe noch zwei nach. Mein Handkartenlimit ist ja drei. Habe also wieder drei Karten, mit denen ich was machen kann. Tja, Pete, wie sieht es denn bei dir aus soweit? Ich fühle mich ganz schön hinter das Licht geführt, wenn ich ehrlich bin. Du fühlst dich richtig gut, sagst du. Aber ich glaube, aktuell hast du mehr Geld als ich. Und eine Sache, die wir nicht vergessen sollen, Pete hat nämlich den Ring. Er ist dran mit seinem Zug. Du darfst dir ein Fuck. Du darfst dir einen Dollar geben. Ja. Und im 3- und 4-Spieler-Spiel sind es dann halt 2 und 3 Dollar. Da wird es dann schon angenehmer, dass man den mal wieder abschmatzt, den Leuten. So, du hast jetzt mir also schon mal ein paar Leute ins Gefängnis gesteckt. Ja, wir wollten euch ja auch mal dieses Feld da oben zeigen. Ja, das zeigen wir sowieso gleich. Das mag sein. Ich stelle mal erstmal meine Leute zusammen. Und wir haben hier meinen lieben... Den guten Chef der ganzen Organisation. Und seine Bodyguards. Ja. Und der Dan, der hat aktuell eine Stärke von 1 und Verhandlungsgeschick von 2. Dass wir das mal im Kopf haben. Ja, aber ich benutze erstmal die Fähigkeit von dem Mob und fahre dieses Polizeifahrzeug, was wir hier haben, wieder mal vor deiner Haustür. Und habe somit das alle Fähigkeiten... Das konntest du ja gratis machen. Genau, weil die ja bei mir stehen. Eigentlich wollte ich noch was anderes. Eigentlich wollte ich den Leuten eigentlich zeigen, wie man so einen Nachtclub übernimmt. Das funktioniert jetzt natürlich nicht. Da war die Polizei irgendwie dagegen. Ja, das tut mir natürlich leid. Und was ich auch gesagt habe, jede Gang kann zwar nur 2 Nachtclubs kreieren, übernehmen kann man aber mehrere. Nur mal so. Ja, Pete, das wäre natürlich auch schön. Aber ja, was soll ich sagen? Ich zeige dir einfach was anderes. Ich hab mit dem Kopf geredet. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich ihn mal anwerbe oder nicht. Ich werde ein Upgrade machen. Und zwar ihr seht, ich habe 2 Einfluss und 2 Muscles. Ich kann also... Eine Muscle? Nee. Zwei, weil hier ist ja sein Bodyguard mit bei. Ja, auf jeden Fall. Das kann also einiges upgraden. Ich könnte also noch ein Fahrzeug kriegen, aber das... Pete könnte jetzt schon Stufe 3 ausbauen. Ja, aber dann würde man auch mit einer Crime Rate eigentlich ziemlich weit nach oben steigen. Da ich aber gerne Leute hätte, glaube ich, nämlich Recruitments, damit hier mal ein bisschen mehr Leute auf den Platz kommen. Oder Handsize ist jetzt so die Sache, die ich habe. Oder Lawyers, weil damit mehr aus dem Prison kommen. Ja, man kann halt vieles machen. Ja, auf jeden Fall. Wenn man nicht alle befreien will, aber das muss ich ja eh wahrscheinlich. Dann nehmen wir einfach Recruitments, wir holen einfach mehr Leute und dann ist das Gefängnis halt voll. Ja, soll es ja nicht stören. Und nimm also einen Marker und viel Geld und lege ihn hier rüber. Meine Crime Rate steigt auf jeden Fall. Ja. Muss noch 4 bezahlen. Und ihr seht schon,
Ja, hier ist so ein kleiner Helm abgebildet. Das heißt, Hut, sagt man auch dazu. Ich wollte ja auch Hut sagen, ich weiß auch nicht, warum ich Helm. Ja, das war was mit Haar. Haar. Ja. Und bedecke jetzt diesen Hut. Das heißt also, ich kann einen meiner Unterbosse anwerben. Mhm. Dazu hat jeder Spieler, ich zeige dir hier mal drei eigentlich dabei. In unserem Prototypen sind nur zwei vorhanden. Es fehlt noch der Chauffeur. Ja. Wie darf sich jetzt aussuchen? Möchte er lieber den Underboss oder den Counselor haben? Ja, die würde er in sein Deck nehmen. Oder er könnte natürlich auch ein Fässer ausgeben, um die auf seine Hand zu nehmen. Ja, Fässer hast du allerdings gerade nicht. Außer du kannst dir irgendwas generieren. Ich kann mir noch generieren, ja. Mhm. Will ich aber gar nicht. Ja, ist okay. Wir können ja noch mal kurz sagen, was die machen. Achso, weil man, ich dachte, aber da können wir ja natürlich. Genau, wir haben also den Underboss, der kann aus den Safe Houses, wie hier diese Dame, die ich hatte, kann also aus den Safe Houses direkt aufs Spielbrett rekrutieren. Was halt super ist, ne, weil aktuell, also ist ja die zweite Stufe. Pete hat gerade niemand im Safehouse, aber wenn er aus seinem Rekrutierungscenter einen Schritt weiter geht, ist er erstmal im Safehouse. Ne? Spart sich da also. Ja, und Schritt. Die interessantere Sache ist, ich kann halt irgendeine Anzahl an Leuten in einen Distrikt senden. Das heißt, also die sammeln sich dann da. Und je nachdem, was ich. Also dafür muss man allerdings die Crime Rate ein bisschen erhöhen. Ja, da wird ein bisschen was zusammengetrommelt. Das geht nicht ohne. Und der Counselor ist ganz cool. Der kann nämlich, da kann man zwei Aktionen machen. Das heißt also, die Gang, die man hat, die teilt man dann auf. Wenn ich jetzt die beiden hätte, könnte eine zum Beispiel zu einem Dealer gehen und da Sachen organisieren. Und der andere könnte schon mal sich mal umhören, ob er nicht jemand findet. Weil wäre für mich auch cool gewesen, ich hatte ja eben da gefühlt so zwei Attribute, die irgendwie zu viel waren. Der Counselor ist aktuell jedenfalls eine wirklich coole, starke Karte, um. Den muss man natürlich danach ausspielen. Ne? Ja, aber der Counselor ist für mich halt wichtig, weil er auch einen Herz hat. Deswegen nehme ich den, der wird in den Ablagestapel mit allen gemischt, dann für später. Und dann habe ich jetzt nur noch meinen Boss. Und mein Boss hat natürlich auch drei Fähigkeiten, weil drei Skills, die er noch benutzen kann. Die seht ihr hier unten. Die kann man in jeglicher Variation benutzen. Du kannst sie ja mal kurz benennen, weil ich weiß nicht, ob man die lesen kann. Nee, die kann man so gar nicht lesen. Ich kann die ja auch kaum lesen. Und zwar ist es einmal, kann ich als Aktion für von dem Mr. Benignon meine ganzen Dealer neu arrangieren und entsprechend neu die ganzen Goods verschieben. Ich kann also auch aus zwei einen machen oder wie auch immer. Das zweite, was ich als nächstes mache, ist, er kann sich für jeden Dealer, den er hat, nimmt er sich entweder einen Alkohol oder eine Waffe. Mhm. Das heißt, das führe ich schon mal aus. Das, und dann brauche ich zwei Alkohol auf jeden Fall. Mhm. Stimmt, einfach drei Alkohol. Achso, schön. Ich habe dir aus irgendeinem Grund schon eine Waffe gegeben. Ich dachte, guck, da ist er wieder schnell. Ja, die muss Pete natürlich jetzt auch irgendwie einlagern können. Machen wir hier. Ja, die lagern wir natürlich. Weil auf dem Brett. Weil ihr seht vielleicht schon, all seine Händler, die haben eine Kapazität von 1, deswegen eine Ware liegt da schon drauf. Das Ganze erstmal voll. Dann mache ich es nochmal. Ja, als zweite Aktion. Und was willst du jetzt für Ressourcen haben? Ich hätte gern nochmal drei Waffen. Warten. Drei Waffen und Pete hat ja keinen Platz in seinen Lagerhäusern, deswegen muss er das hier. So, die letzte Fähigkeit, die er hat, ist, er darf ein Gangmitglied neben, also in ein Neighborhood, was ich kontrolliere, hinzufügen. Und die dürfen nicht vom Pool kommen. Also, they may not. Also, ich kann die theoretisch auch aus dem Gefängnis dahinsetzen. Oder aus der Underworld. Wahnsinnig. Ja, wir lassen das aber, denn ich kann nämlich als andere Fähigkeit kann ich auch verkaufen. Ich kann also sagen, make a sale in the neighborhood you control und dann nehme ich einfach dieses Neighborhood, was ich hier kontrolliere. Und verkaufe da einfach für die Sachen. Harte Nummer. Harte Nummer müsstest du den Leuten nochmal zeigen, weil die sind nochmal bei meinem Gangbre. Ja, das heißt also hier in meinem Nightclub wird hier schon mal ein bisschen früher angefangen heute. Da haben wir uns verabredet. Ich habe hier einen LKW, das heißt, ich brauche eine Ressource weniger. Nehme ich also einen
Alkohol, einen Alkohol weniger und drei Waffen, die ich ja habe. Die kannst du mir geben und dann darfst du dir dafür $36 geben. Genau, und wenn jetzt auch ein Polizeiauto noch drinstehen würde, dann würde ich da natürlich auch wieder einen Teil abgeben müssen von. Natürlich, ja, das, wie das immer so ist. Da, wird die Hand aufgehalten, dass man dass ja, da also nicht was gesagt wird. Das hätte ich so einen Sale hier gemacht, ne? Hätte ich irgendwie versucht, das Polizeiauto vielleicht vorher noch rauszukriegen. Genau, das haben wir dann mal schön gemacht. So wie Pete es ja auch getan hat. Hast du deins nicht auch rausgefahren? Du hast ja rausgefahren. Ich habe es rausgefahren und dann, damit ich nämlich nicht hier Dinge abdrücken muss. Und dann bin ich eigentlich fertig. Und das ist auch so ein Thema, da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Vielleicht gibt es auch noch das ein oder andere Markierungssystem, gerade auch bei dem Boss, ne, dass man drei von seinen Skills ausgeführt hat. Man hat ja, macht ja quasi eine Aktion. Also deine Aktion war ja ein Upgrade, was du gemacht hast von Recruitment. Dann hat er die Fähigkeiten, Skills von den Karten gemacht, weil er eine Bosskarte hat, hat er drei Boss-Skills aktiviert. Und dass man da nicht durcheinander kommt, macht man zu wenig oder zu viel. Da muss man ein bisschen aufmerksam sein. So, jetzt darf ich natürlich nachziehen und der schlaue Beobachter weiß, ich ziehe keine Karte mehr. Ich habe keine Karten mehr. Das heißt, nächste Runde laufen wir in das Extra. Ja, da geht es dann wieder um das Reorganisieren. Und ich werde jetzt aber mal meinen Zug machen. Ich denn eigentlich einen coolen... Ich hatte kurz nämlich überlegt, ob ich einfach meine Crime-Rate senken gehe, damit mir nicht so viel passiert, wenn jetzt hier der Alien Ness um die Ecke kommt. Das könnte ein Thema natürlich sein. Vielleicht gehe ich derweil, bringe ich noch mal ein paar Jungs aufs Board. Oder? Aber ich habe ja auch meine Mitarbeiterin, die mich vorwarnt. Möglich. Ich werde mal... Ach, ja. Ich spiele jetzt mal hier zwei Bodyguards, um die beiden Stärke-Symbole zu addieren. Und ich werde auch mal einmal die Fähigkeit nutzen. Ihr seht es ja hier noch, ich habe hier noch so ein Auto am Start. Das fahre ich jetzt mal eins hier hin. Könnte sozusagen noch ein zweites Auto bewegen. Das müsste ich aber bezahlen, das mache ich nicht. Und dann werde ich mit diesen zwei Symbolen die Aktion ausführen, um Leute aufs Brett zu kriegen. Also pro Stärke-Symbol hier kann ich einen meiner Gehilfen nehmen. Ich habe also zwei, ich habe hier auch noch zwei in meinem Headquarter stehen. Nehme also zwei von meinem Fax und die packe ich jetzt hier dahin, wo jetzt sozusagen schon Leute von mir stehen. Die sind da jetzt drinne. Und in dem Falle war es das, glaube ich, auch schon mit meiner Aktion. Ich werde jetzt wieder zwei Karten in den Ablagestapel geben und hier zwei neue Karten machen, um wieder bei drei Karten zu sein. Ja, und Pete, genau, du hast jetzt... den Ring, ich kriege jetzt mal einen Dollar. Du hast den Ring, kriegst einen Dollar und hast keine Karten auf der Hand. Genau, wir gehen also in eine Reorganisationsphase. Das heißt, als erstes... Nee, das ist nicht der erste Schritt. Lass uns die nacheinander abhandeln. Okay, ich darf in meinen Neighborhoods, die ich alle kontrolliere, angezeigt hier mit diesem Marker, kann ich verkaufen. Ich kann also hier nochmal Verkäufe anwerben. Ich habe auch noch drei Waffen. Eieieiei. Und den einen Alkohol, den ich hier habe. Das ist ja Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Pete verkauft also jetzt schon zum zweiten Mal in seinem Nachtclub, generiert also wieder $36. Ja, ich gebe mal 15 hier ab. Dann kriege ich 51 wieder. Und ich dachte so, wer braucht schon 50er? Ich habe es geschafft. Genau. Und wenn ich jetzt noch ein anderes, hätte ich jetzt noch genug Waren, das war der Grund, wieso ich nämlich vorhin verkauft habe. Ich hätte jetzt nicht noch zweimal verkaufen können im selben Bereich. Ich hätte jetzt einen anderen wählen können, da ich keinen anderen habe. Habe ich also vorhin das nochmal schnell in der Expresslieferung weggedrückt. Jetzt kannst also, du, jetzt werden sozusagen Bugs zurückgenommen, Retrieve Bugs. Genau, und zwar von den Jobs, da habe ich keine, von meinen Dealern, da habe ich auch keine. Da steht auch niemand drauf. Genau, und dann von den Authorities kommen sie zurück, da steht noch einer, der kommt nach Hause. Und dann hast du ja dein Recruitment-Level erhöht? Ja. Weil, das heißt, also ich kann jetzt, wenn du das hier noch einmal zeigst, ich kann auf jeden Fall einen. Danach direkt, wird jetzt rekrutiert, ne? Ja, genau, jetzt wird rekrutiert. Nach einem kann ich also einen laufen. Jetzt könnte ich also entweder den gleich nach unten laufen oder ich laufe den halt hier rüber.
da ich aus den Safe Houses rekrutieren kann, hoffentlich, irgendwie einmal, lasse ich da natürlich einstehen. Genau, das hat durch dieses Recruitment-Upgrade kann er da halt zwei Schritte laufen. Das bringt uns jetzt zu dem Punkt, dass Pete einfach sein Deck jetzt nochmal neu shuffelt. Und dann auch natürlich wieder auf sein Handkartenlimit aufzieht. Was immer noch 3 ist. Ja, da haben wir beide noch kein Upgrade für ausgegeben. Und deswegen so ein Deckspiel eigentlich, macht man das doch als Ernst. Möglich. Jetzt am runden Ende wird auch wieder eine kleine Abfolge ausgeführt. Es wird ein Raid durchgeführt, bevor wir so eine Federal-Karte nehmen. Und ihr seht auch, wir sind hier im Raid-Level ja gar nicht ganz nach oben gekommen. Das ist auch okay. Zwischendurch kann man so ein Raid triggern, aber am runden Ende passiert der sozusagen auch. Bevor diese Federal Card aufgedeckt wird, kommen erstmal alle aus der Underworld, aus der Untergrundszene. Alle aufgeflogen sozusagen. Werden jetzt hier erstmal genau ins Gefängnis gesteckt. Und dann zieht man also hier so eine Federals Card. Und das zeigen wir euch jetzt auch mal im Detail. Die sind alle letztendlich ähnlich aufgebaut. Hier gibt es ein Artwork, wie das Ganze heißt. Wie gesagt, das kann natürlich auch noch ein bisschen variieren. Und dann sieht man, was hier für ein Raid-Effekt passiert, und zwar Increase Elliot Ness by 1 Level. Das ist eine Figur, die habt ihr vielleicht hier schon ein bisschen gesehen, die haben wir noch nicht benannt, aber das ist hier so quasi, wie weit kann man auf dieser Raid-Leiste wieder zurückfallen. Genau. Der gute Elliot, der kann auch nicht mehr als Stufe 6 hier erreichen, aber ihr seht schon, dann ist man quasi schon Minimum immer im orangenen Bereich, weil man kann nicht auf ihm oder hinter ihm sozusagen sich platzieren. Also der baut da so ein bisschen Druck auf. Und dann guckt man halt hier, ist das Ganze auch farbkodiert, 1-4 einfach mal die Schritte oder halt der grüne Bereich, wer was für den jeweiligen Spieler dann zum Tragen kommt. Pete ist hier im Bereich 6 noch im gelben Bereich und bei 5-6 steht hier Spend 1 Buck for each thug you have in prison. Und Pete hat 4 Leute im Gefängnis und muss jetzt also $4 bezahlen. Bei mir, ihr könnt, Portokasse. Ja, bei mir, ja, Pete hat jetzt ja jetzt zweimal deinen Nachtclub da hochgehoben. Ich bin schon im orangenen Bereich, 7-8. Ich muss also schon $2 dafür ausgeben. Ich habe 3 Thugs im Gefängnis. Ich muss also $6 ausgeben. Da blutet mir ein bisschen das Herz. Aber so ist es. Und das ohne äußerliche Einwirkung. Und da seht ihr schon, das Ganze wäre jetzt hochgegangen bis $3. Und als nächster Schritt ist es dann meistens so, wird das Crime-Level, ihr seht schon, decreased, also wieder gesenkt. Da kann sein, dass da auch einfach ein normaler Wert steht. Hier in dem Fall steht jetzt das Lawyers-Level. Das kann ja unterschiedlich sein. Wir haben aber kein Upgrade gemacht. Standardmäßig seht ihr auch bei Pete Lawyer-Level 1. Bei mir, ich habe in dem Bereich auch noch nicht geupgradet, also Lawyer-Level 1. Das heißt also, beide unsere Scheiben gehen einfach einen Schritt nach unten. Ja, das heißt nichts. Ich bin immer noch im orangenen Bereich, Pete auch noch im gelben, aber sozusagen im unteren Bereich der ganzen Sache. Ja, diese Karte, die haben wir jetzt abgehandelt, die kommt dann wieder da unter den Stapel, lege ich jetzt sozusagen mal hier hoch. Dann haben wir noch eine Phase, dass dieser Markt hier refreshed wird, und vielleicht erkennt ihr das auch, hier oben ist an der letzten Stelle so ein kleiner Mülleimer. Das heißt also, die verschwinden, dann haben wir hier Pfeile, das rutscht hier natürlich runter. Ja. Und dann wird hier neu aufgebaut und wir können... Was vielleicht ja auch ganz nett ist, je nachdem, was da für Karten liegen, also es werden nicht so viele verschwinden, halt ein paar. Und dann ist jetzt quasi der ganz wichtige Moment, es gibt ein Ereignis zum ersten Mal. Ich zeige euch ja hier nochmal die Karte, die halt wirklich immer zum Start des Spiels liegt. Deswegen steht hier auch Start of Game. Ja, die fangen also an mit der Prohibition. Genau. Siehst du, wieder Alkohol in Fässern weggeschüttet wird. Und jetzt decken wir die nächste Newskarte auf. Da gibt es mehrere Karten. Es werden alle geschaffelt, 2 gezogen und die quasi die letzte Karte ist auch immer die gleiche Karte, die sagt, dass das Runden, also dass das Spiel beendet ist. Okay. Wir haben also 2 Aktionen, die so ein bisschen variabel sind. Und gucken wir mal, was da getriggert wird. New Mayor in Town. Wir haben also einen neuen Bürgermeister. Whenever making a sale in the authorities, the player gains 3 additional bucks for each barrel. And also, ja, wenn Pete oder ich, wir hatten das ja vorhin schon einmal gesagt, wenn man in dem oberen Bereich eine Figur einsetzt und sich für die Aktion Waren verkaufen, das war ja so ein extra Sale hier unten, ne, man darf quasi für einen, für, also ein Alkoholfass oder eine Waffe
darf man verkaufen, bekommt man 6 Geld pro und dann gibt es hier jetzt nochmal 3 mehr dazu. Also das ist schon mal ja schön lukrativ. Ja. Und hier braucht man natürlich, wie auch viele andere Sachen, umso mehr Einfluss man in seinem Plan generiert, kann man denn da quasi mehr Waren verkaufen. Ne? Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich das vielleicht sogar mal machen werde. Mal gucken. Und der Zeitmarker wird als letztes zurückgesetzt. Und so ist hier wirklich dieser kleine Newsstab. Ihr seht schon, jetzt gibt es hier nur noch 2 Karten. Eine Karte für die 3. Runde letztendlich, könnte man sagen. Und dann die letzte Karte sagt dann Spielende. Und es zeigt auch, dass man im Spiel halt generell gleichmäßig Karten oder Züge nimmt an sich und dann zum Ende hin sich man dann doch entscheiden kann, einfach mehr Karten zu spielen und einfach mehr zu machen, bevor halt das Spiel am Ende dann zu Ende geht. Am Ende geht es zu Ende, was ganz Neues. Und da ist auch so eine Entscheidung bei, wie viele Karten spiele ich, wie viele Aktionen will ich machen und. Ja, und jetzt zeigen wir natürlich nochmal so 1-2 kleine Sachen und dann gehen wir mal dazu, wie das Ganze denn letztendlich in der Endabwertung ist. Zeigen nochmal ein paar Details, weil wie wir finden, das Artwork jetzt hier auf den Karten schon sehr großartig aussieht. Fall, ja, und, genau, ist sehr stimmig. Ja. Da kommt man gerne rein. Ich will jetzt euch auch nochmal zeigen, wie man ja auch zum Beispiel Gebiete übernehmen kann. Das kann man natürlich auch mit Gebieten machen, wo andere stehen. Dann wird es nur ein bisschen aufwendiger. Ich habe jetzt ja hier schon 3 Leute in meiner Nachbarschaft da so ein bisschen gesammelt und jetzt möchte ich die mal hier nach West Northside rübergehen. Natürlich auch hier rübergehen, aber ich gehe einfach mal hier nach oben hin. Das ist halt die Frage, ob du lieber ein Brothel oder ein Speakeasy haben möchtest. Das ist dann, oder was du halt auch verkaufen möchtest. Ja, oder was ich vielleicht sogar hier meine Jobs, da müsste ich natürlich auch irgendwie nochmal gucken vielleicht. Huhuhu. Viele, viele kleine Dinge. Naja. Ich werde jetzt also mich mal für die Aktion entscheiden, Leute zu bewegen. Und Leute kann man bewegen, so viel Stärke, wie man generiert, so viele Leute kann man bewegen. Ich spiele jetzt mal den... Jetzt überlege ich mal doch. Ich spiele hier also mal meinen guten Boss aus, der Capone. Und der hat ja, wenn ihr euch vielleicht noch daran erinnern könnt, der hat jetzt einen Stärkewert von 1 und einen Verhandlungswert von 2. Also aktuell könnte ich jetzt nur eine Figur bewegen, aber ich darf ja wieder 3 von seinen Skills anwenden und ich habe einen Skill, der besagt, add plus 1 Stärke oder Verhandlungsgeschick und das werde ich jetzt 2-mal ausführen. Also habe ich jetzt 3 Stärke und als letzte überlege ich noch als letzten Skill, oder ich kann ja mal sagen, was ich überhaupt für Skills habe. Ich hätte die Möglichkeit, move any number of vehicles. Ja, also ich könnte Fahrzeuge schneller bewegen. Jetzt habe ich aber da ja keine Vehicles, sondern die Leute, die ich bewegen müsste. Ich kann alle meine Sacks aus dem Gefängnis holen. Das werde ich jetzt auch gleich mal tun. Ja, als Fähigkeit. Als eine Fähigkeit. Sag mal, die kommen hier sozusagen alle aus dem Mr. Charisma ist wieder unterwegs. Ja, die kommen dann hier in mein Headquarter. Ich habe mal alle Sachen habe ich hier eingesetzt, alle Fäden gezogen. Und dann hätte ich noch eine weitere Fähigkeit. Und zwar kann ich den Crime Rate auf diesem Track hier, könnte ich, bis ich wieder in einem anderen Level da drunter bin. Also nehmen wir mal an, ich wäre hier oben in dem Orangenen gewesen, hätte ich es auf das erste Gelbe ziehen können. Das ist vielleicht nicht ganz so lukrativ, aber so kann man es auf jeden Fall eine Schwierigkeit oder Gefahrenstufe nach unten senken. Also ich habe jetzt quasi 2-mal mir Stärke gegeben und 1-mal die Fähigkeit, alle aus dem Gefängnis zurückholen. Und jetzt mit diesen 3 Stärke gehe ich jetzt in einen angrenzenden District. Ihr seht ja, wir haben Pete hier zum Beispiel, hat hier so ein Auto oder auch so ein Truck oder so. Man kann mit diesen Vehicles, die könnte man auch mitziehen. Dann könnte man sogar überall auf der Karte umherfahren, was ja irgendwie thematisch ist. Man steigt dann ins Auto ein und fährt durch die Gegend. Das war ans andere Ende der Stadt. Genau. Und was auch ganz interessant ist, ich übernehme jetzt hier noch nichts automatisch. Also ich kann auch zu Pete reinfahren und so, dann bin ich da erstmal. Ja, ja, das ist einfach nur so, ja. Hallo, ja, genau. Wie geht's denn so? Hallöchen. Das heißt, um so eine Sachen zu übernehmen, muss man wieder eine extra Aktion aufwenden. Und ich habe ja, wie gesagt, nur diese eine Aktion
Von daher ist jetzt mein Boss, die eine Karte, die ich gespielt habe, geht jetzt auch gleich wieder in den Ablagestapel. Und ich ziehe, und ich habe sogar noch eine Karte hier, nur noch, die ziehe ich jetzt und, nach. Von daher, ja, ist und, Pete jetzt wieder dran. Und dann, das ist natürlich auch ein Grund, jetzt hat man natürlich noch die Möglichkeit, drauf zu reagieren. Ja. Also wenn es jetzt bei mir wäre, könnte ich jetzt halt versuchen, okay, dann hole ich halt die Leute schon mal aus dem Knast raus und irgendwelche Kombos noch und ein paar Leute aufs Brett zu kriegen und. Ja. Damit man da wenigstens eine faire Chance hat. Ja. bei meinen Jobs, ey. Ja, ich hätte noch einen Job, aber den kriege ich immer noch nicht hin. Aber ich werde einfach mal, ich stelle hier mal meine Posse zusammen. Oh, jetzt geht's aber los, ja. Ah, die beiden Leutnants und der Crapshooter sind wieder. Und das ist auch schön, weil Pete spielt jetzt mal drei Karten. Wir haben ja zwischendurch immer mal schon so gesagt, der Crime Rate wird gesteigert, letztendlich Kartenanzahl minus zwei. Also er hat drei Karten gespielt, minus zwei ist eins. Das bedeutet also, seine Crime Rate geht hier eins nach oben. Verrückt. Ja, ich nehme hier einen meiner Assoziierten, deswegen geht meine Crime Rate gleich nochmal einen nach oben. Und zwar gehe ich in die Unterwelt und versuche, jemanden anzuwerben. Mhm. Ich möchte jemanden anwerben und ich werbe halt hier diesen Betting Operator an. Mhm. Ja, ich habe also drei Einfluss, die muss ich also auch spielen. Ja, weil die Karte halt, nämlich drei Sterne. Ja, ich zeige die hier mal bei den Jungs. Die können wir hier dazulegen. Die hat hier also drei Sterne. Braucht also drei. Ich gebe dazu auch einen Alkohol aus. Das besagt, jede Karte, die man anwirbt, wenn man Alkohol bezahlt, bis drei Sterne muss man einzahlen. Ab hier muss man zwei bezahlen. Dann darf man die auf die Hand nehmen. Ich nehme ihn also mit auf die Hand. Ist nämlich ganz wichtig. Mhm. Und jetzt fangen wir an und machen lustige Effekte. Ich lege da nochmal ganz nett. Man hat ihn vielleicht vergessen, aber ich habe hier noch so getürkte Matches rumliegen. Für jedes Pokerface sozusagen in meiner Posse kriege ich da Geld drauf. Das heißt, da kommen nochmal sechs Geld drauf. Mhm. Auf jeden Fall. Und jetzt wirst du das vielleicht auch zünden. Und dann kann ich hier Retrieve District Ordeal, aber ich habe hier auch so einen Pokermenschen, der das hier unten ausführen kann. Und das heißt, ich darf einen Thug von meinem Safehouse, ich habe hier extra rekrutiert in diesem Safehouse, zu einem Casino stellen. Und das mache ich auch. Ich habe ja hier ein Casino, also hier steht jetzt schon mal einer. Und da ich jetzt den Effekt geschaffen habe, dass die Batterie sozusagen triggert, kriege ich das ganze Geld. Was ja, es steht hier, if you carry out a matching skill mit dem Peak-Symbol, ja, dann bekommt der all das, was hier drauf liegt. Das ist eine Permanentkarte, die wird jetzt also nicht abgelegt, die hat Pete halt sozusagen wieder. Und trotzdem, passend dazu ja noch, ist ja der Effekt hier oben auch noch aktiv. Ich weiß nicht, hast du Stärke-Symbole auf deiner Hand? Nee, Handsymbole brauche ich nicht, Stärke-Symbole. Aber deswegen habe ich den ja auf die Hand, genommen. Ja, genau. Mhm. Kriege ich nämlich nochmal zwei Geld. Mhm. Das war aber eher ein Zufall. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Aber zwei Geld haben oder nicht haben, ja, können schon. Und damit sind wir hier durch. Ich habe auch noch den Familienring. Apropos Pete, Geld haben oder nicht haben. Wichtig ist es, dass das irgendwann in seinem Zug passieren muss. Steht aktuell noch in den Regeln. Wenn man das vergisst und der andere ist schon wieder am Zug, dann hat man Pech gehabt. Aber jetzt war noch das richtige Timing. Ja, dieser Familienring, der ist auf jeden Fall immer so eine harte Nuss. Kann man festhalten. Genau. Ja. Bin damit mit meinem Zug erstmal durch. Achso, nee, hier wird ja noch einer neu aufgedeckt. Mhm. Ja. Oh, der Bordellbesitzer. Mr. Kube. Ja, wir werden, wie gesagt, euch gleich nochmal die Karten mal und dann ziehe ich halt eigentlich auf. Ja. Und, ziehst du auf? Machst du auf drei allerdings? Oh. Oder ist das ein Job bei dir? Das ist ein Job, alles klar, ja. Alles super, da muss man manchmal ein bisschen aufpassen. Und mein Plan war jetzt, euch mal zu zeigen, wie ich jetzt hier so eine Nachbarschaft übernehme. Und ihr erinnert euch ja noch, hier oben gibt es so einen Widerstandswert, weil das jetzt normales Gebäude ist und jetzt nicht aufgewertet, hat es sozusagen drei. Wieder nicht reingehört. Ich hätte sogar noch Polizei bewegen können, dann hätte ich das verhindert. Aber ich habe keine Pistole. Ja, aber das ist ganz interessant. Aber es ist ja jetzt mal so, auch ich plane jetzt hier quasi mal wieder etwas und ich werde jetzt hierfür auch mal quasi eine Karte ausspielen. Was nehme ich denn hier? Ich nehme mal das hier. Warum mache ich das? Hier ist jetzt nämlich auch ein Stärkewert drauf. So eine Übernahme erfolgt halt immer,
dass man seine Gesamtstärke zusammenzählt, aus Stärke wählt von seinen Plankarten. Dann, wie gesagt, nehme ich die Aktion Übernahme. Und jetzt habe ich hier 1, 2, 3 Stärke durch meine drei Einheiten plus die eine Stärke meiner Karte, habe ich also eine Stärke von 4. Und jetzt gibt es so Dinge, wenn da zum Beispiel die Polizei drin steht, ne, dann muss ich mehr Stärke machen. Wenn es zum Beispiel so ein Control-Marker ist von Pete, dann werden 2 extra Stärke benötigt. Mhm. Jede andere Einheit von Pete, die da drin ist, muss ich sozusagen wieder mehr Stärke generieren. Außer dieses Lieferfahrzeug. Das zählt nicht. Ja, das Lieferfahrzeug, das macht halt spart diese Ressourcen, aber genau. Er hat ja hier zum Beispiel schon so ein Auto, sodass ich jetzt hier mit meinen Leuten auf jeden Fall das Gebäude übernehme. Und um das dann anzuzeigen, dass ich das kontrolliere, lege ich jetzt hier einen meiner Kontrollmarker drauf und jetzt gehört quasi mir das Gebäude. Ne? Genau, hat also auch den Effekt, wenn er jetzt in jedem Neighborhood einmal verkaufen darf, darf er halt zweimal verkaufen. Und ich brauche natürlich die Waren immer noch. Ne? Das muss man natürlich auch mal ganz klar festhalten. Genau. Aber die Karte würdest du noch aufziehen, soweit ich weiß. Was meinst du? Wenn du fertig bist, würdest du jetzt noch aufziehen. Ja, ich hab bloß keine Karte mehr zum Aufziehen. Hier habe ich natürlich wieder den Effekt, den lasse ich jetzt mal sein. Ich will jetzt keine Waren ausgeben, weil das eben ein bisschen knapp. Ich lege die Karte ab. Ich habe jetzt gerade keine Karte im Nachziehstapel, dann ziehe ich halt nicht auf. Das sind halt einfach die Karten, die hier sind. Ne? Genau, dann würde auch noch keine Reorganisation stattfinden, weil 2 Handkarten hat er noch. Genau, erst wenn man nicht aufziehen kann. Ja, ja. Nee, nicht, wenn man nicht aufziehen kann, sondern wenn man keine Karten mehr hat im Deck oder in der Hand. Das heißt, wenn man sein ganzes Deck durchgespielt hat, das ist auch ganz wichtig, man spielt immer das komplette Deck durch, was natürlich bevorzugt, dass man gute Karten im Deck hat. Ja, auf jeden Fall, genau. Und das nochmal, um das letztendlich nochmal klarzustellen, hast du nochmal vollkommen recht gehabt. Ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt mal, weil die wirklich cool aussehen, nochmal echt so ein paar Karten und quatschen dann vielleicht nochmal kurz über so 1-2 Dinge, die wir jetzt hier so mitbekommen haben. Zeigen wir euch hier mal kurz die Karten der Stufe 4 oder 5. Wir haben ja schon gesagt, den Russian Sniper. Die Effekte, wie gesagt, da gehen wir jetzt vielleicht nicht so hart drauf ein, sondern eher mal so ein bisschen auf das Artwork. Vielleicht ändert sich der ein oder andere Text auch noch. Der Public Enemy Number 1, der Gunman, dann haben wir hier das Slicer, also ein bisschen so sektenmäßig unterwegs. Widow ist auch irgendwie eine sehr coole Karte. Der Gin Importeur, oder? Ist doch mal wieder Zeit. Aber immerhin hat er auch Gin da hinten. Ja, auf jeden Fall. Gab es doch den Rumhändler, der auch Gin hat. Ja, der Mindreader. Dann was aber hier? Race Course Owner. Ja, hier Pferderennen und so. Zum Beispiel. Hier, siehst du, da ist der Rum Runner und da ist London Dry Gin. Vielleicht kann man das nochmal anpassen mit einem Rum. Dann haben wir hier Canadian Mobster. Ja, The Candidate. Alderman. Der Bank Robber. Ja, der hat anscheinend einen losen Finger. Triggerman, die Filmproducer. Und das ist hier meine Lieblingskarte bis jetzt, muss ich sagen, ja. Dominatrix, hier schön mit Schweinemaske. Ja. Und der Pokerplay, den hattet ihr auch schon gesehen. Den hatten wir. Genau. Abgelegt. Weiter die Karten, die halt dann 1-3 Sterne sind, die hier auslagen. Ne? Labor Slug, Street Gambler, Chinatown, Madam, Russell Owner hatten wir ja hier auch schon. Hitwoman, Union. Der Gewerkschaftsanführer. Ja, ja. Oder auch hier auch dieser Roughneck. Speedbox. Also wirklich, ich mag Opium hier, den Opium-Dealer. Moonshiner ist auch. Piep, wenn wir dir so einen Spitzenbar Hut. Ja, warte, ja, dazu passt hier der Distillery Owner. Ah, als, ja. Als Punkt, wir haben ja auch den Brauerei-Owner, die sehen alle ganz hübsch aus, ja. Dann haben wir auch Highway Bandits. Ja, guck mal, so ein Bart würde dir doch auch stehen, oder? Der Saloon-Caper? Definitiv nicht. Nein, sagt er. Nee, Schnurrbart ist zur Zeit. Und es ist immer gut, wenn man den Buchmacher kennt. Aber man muss auch hinweisen, hier bei den Sachen gibt es kein Single-Artwork, ja, bei den ganzen Leuten. Ja, das wissen wir ja nicht, ob das noch angepasst wird, aber generell ist es auf jeden Fall sehr hübsch. Und ich sage mal so, Guten Gangboys und hier sind natürlich die leichten Mädels. Auch geil ist hier World War One Veteran, hier mit seiner Schiene und Sachen. Den möchte man, wahrscheinlich fehlt dir auch ein bisschen aus wie Gran Torino. Den möchte man irgendwie nicht begegnen, glaube ich. Ja. Also das Ganze
gibt es natürlich auch mit dem Jobs, auch da ist ein sehr, sehr cooles Artwork. Da gibt es wirklich unterschiedlichste Effekte. Ich habe hier zum Beispiel noch so Carbombing gehabt. Ne? Da hätte ich eins von meinen Autos. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die vom Spielfeld verschwunden wäre, steht hier nicht, aber dann hätte ich alle anderen Thugs, die da gestanden hätten, hätte ich dann erstmal gekillt. Nee, das Auto bleibt ja, da. Ja? Da der Crime reagiert halt noch hoch. Ja. Also, ja, sehr, sehr coole Sache. Ihr seht schon, es ist hier wirklich jede Menge an Stuff, was los ist. Auch, ich glaube, so viele kleinteilige Regelungen, wo man echt so ein bisschen aufpassen muss, dass man das nicht vergisst. So, vielleicht haben wir auch an der einen oder anderen Stelle sogar irgendwie was vergessen. Wenn Sachen zurückkommen, dann guckt man vielleicht nach dem Lawyerin. Wird das da gesteigert? Passiert noch das? Alleine die Tatsache, dass man Geld kriegt, wenn man den Familienring bekommt. Den Familienring bekommt man, wenn man hier so eine Karte anheuert oder vielleicht noch ein anderer Effekt. Dann muss man sich den auch geben, dass man die Skills von seinem Boss, dass man da auch drei nimmt, vielleicht nicht zu viel nimmt und die Effekte seiner Karten. Ich mache die Aktion, ich mache Effekte auf meinen Karten. Das ist natürlich cool. Man kann viel Stuff machen. Man sollte das nur nicht vergessen. Das wie bei allen Sachen. Genau, gibt ja so einige Spiele, wo man wirklich viel, viel machen kann. Und ja, also seine Engine sicherlich so ein bisschen aufbauen. Ihr seht es ja schon, Pete, um Ressourcen zu generieren. Pete konnte auch Ressourcen durch seine Spezialfähigkeiten leichter generieren als ich zum Beispiel. Und dafür könntest du bessere Leute anwerben. Ja. Also ich komme jetzt ja erst in den Geschmack sozusagen mit diesem Herrn hier ein bisschen Einfluss zu haben. Aber ganz am Ende zählt es natürlich, dass man viel Geld hat. Und das bringt uns vielleicht hier zum letzten Punkt. Ja. Wie wird denn das Spielende, also das Spielende ist halt, wenn wir dann, können wir hier oben ja auch nochmal zeigen, ne? Wir wären jetzt hier nochmal auf Extra gekommen, hätten die Sachen wieder gemacht. Dann hätte es hier ein neues Event gegeben. Das lassen wir jetzt mal vielleicht zum Entdecken wieder zurücksetzen. Dann hier wieder Extra und dann gibt es hier End of Game Karte. Die ist halt immer gleich. Und bei End of Game, zeigen wir euch jetzt hier, ist auch unter dem Sichtschirm mal gegeben, wird einfach die gesamte Geldsumme hinter dem Screen gezählt. Jede Karte kriegt pro Level $1 Geld. Also ja, hier, die hätte jetzt $1 gegeben, aber so eine Fünferkarte sind dann schon $5. 10 für jeden Business-Marker, ne, unter der Kontrolle, die man dann hat. Und sogar 30, wenn man so einen Nachtclub-Marker hat. Ne? Und wer dann das meiste Geld hat, ist der Held, der aus der Prohibition hervorgegangen ist. Ist der Held der Gang quasi. Ja. Der darf den Ring dann bis zum nächsten Spiel mit nach Hause nehmen. Auf jeden Fall. Ja, und der Vollständigkeit halber, weil das natürlich auch wirklich schön ist, zeigen wir euch jetzt nochmal hier kurz die Playerboards der anderen beiden Bosse und auch die Miniaturen. Wir haben also hier nochmal The Seven Gems. Es ist so ein bisschen der Jewish Clan. Arnold Rothstein, hier der Boss quasi dazu. Und der Mann hier, ich glaube, hat der eine Uhr da und so eine Tommy Gun. Und hier sieht man eine auch Uhr mal, und eine Tommy Gun, ja, was man so dabei hier hat. Hier sieht man dann auch, da sieht er schon auch hier so halt spotlackiert. Also für einen Prototyp auch schon sehr liebevoll gemacht. Hier gibt es natürlich unsere extra Underboss-Karten. Weiter oben gibt es dann einfach Einmal-Effekte, wenn man dann mit seiner Bossfigur da ist, gibt es dann einfach das an Geld, was da ist. Und der Boss hat hier natürlich auch wieder neue Fähigkeiten. Na, der kann zum Beispiel den Familienring nehmen, der kann sich das immer nehmen, also als Fähigkeit. Oder einen Job ziehen. Ja, und wenn man den zum Beispiel hat, if you have the family ring, carry out the skill of an asset in the market and put it at the bottom of the deck. Ja, da kann man also einen Skill ausführen aus dem Markt und recyceln. Den dann. Und hier die guten Black Wolves Gang. Da haben wir hier die Black Lady mit auch Tommy Gun und dem Rundmagazin. Cooler Hut, lässig drauf. Und hier die Jungs dazu haben dann hier so zwei Revolver in der Hand. Und sie hat halt die Fähigkeit zum Beispiel Send One to the District where you are present. Die hat hier so ein bisschen mehr Boardpräsenz. Uns wurde auch im einführenden Gespräch zu dem Spiel, haben wir auch mit einem der Beteiligten gesprochen, so ein bisschen gesagt, dass die gute Stephanie, wenn man 1-1 spielt, ist Stephanie vielleicht ein bisschen besser in dem Fall, weil sie halt sehr viel Präsenz aufs Board kriegt. Das sollte man dann eher so im Mehrspielerspiel machen. Ich hatte eingangs ja schon gesagt, im Zweispielerspiel am Anfang ist halt Dean und der gute Capone gut geeignet. Und hier der gute Arnold Rothstein, der kann sehr gut und mächtig werden, spielt sich aber nicht ganz so einfach. Da muss man wirklich hier seine Spezialfähigkeiten und seine Engine gut verstehen. Ne? Also ich sag mal so, das ist ja bei jeder
Gängen so oder bei jedem Spiel so, wo es so verschiedene asymmetrische Fraktionen gibt. Ja. Wenn man dann erstmal rausgekriegt hat, wie man die spielen kann und wo die Stärken liegen, dann ist man damit besser. Natürlich so out of the box sind die natürlich präsenter und man muss man auch erstmal erfahren, wie man dagegen spielt. Dem also sollte man sich auch klar sein, das heißt also das Gefühl beim ersten Spiel, die eine Fraktion vielleicht ein bisschen stärker sein kann als die andere. Also thematisch, optisch sind wir natürlich da schon so ein bisschen heiß. Jetzt immer hier so mit dem Prototyp, wir konnten natürlich mal ein bisschen anspielen und gucken, wir müssen mal schauen, wenn die Regularien jetzt auch ein bisschen wieder seichter ja auch gerade sind oder auch werden, dass man es auch nochmal gerne mit 3 oder 4 Spieler mal spielt. Ich bin auch mal gespannt, was sich denn so in den finalen Regeln, da gibt es natürlich schon auch in der Phase, wo wir diesen Prototyp hatten, wunder ein paar kleine Anpassungen gemacht, gerade so zum Beispiel bei der Endpunktewertung zwischendrin. Also da sind noch ein paar Sachen, die wir wirklich so an Feinheiten auch ausnivelliert werden. Bin ich also dann auch mal gespannt, wie das Endprodukt dann so aussieht. Was mir jetzt schon so rein weg von der Spielmechanik und dem Spielgefühl aufgefallen ist, und ich meine, ihr habt es vielleicht schon so ein bisschen sehen können anhand unserer Kamera, das ist jetzt unser weitester Ausschnitt, den wir haben, es ist wirklich groß. Ja. Ja, wir hatten da auch mal so ein bisschen drüber gequatscht. Also der Platz auf dem Tisch, der wurde jetzt nicht unbedingt groß berücksichtigt bei dem Kreieren dieses Spiels, sondern eher so, wie fühlen sich die Komponenten an, wie wird es immersiv gestaltet, wie haben hier diese coolen Minis, die brauchen diesen Platz. Damit, also es ist nicht zu eng auf dem Board, da ist viel Platz, man braucht seine eigenen Bereiche. Das bedeutet aber auch, es ist wirklich ein Spiel, gerade wenn man das auch zu viert spielen will, braucht man einen großen Tisch. Also ein Gamers Game rundum, ja? Man braucht einen schönen Gaming Table, das spielt man nicht auf einen Kaffeetisch. Ne? Nee, aber das ist ja auch so, sonst verlierst du ja wieder die Übersicht. Ja, das ist, also wenn ich mir ja gucke, was hier schon alles drin liegt. Also haben sie gesagt, ihr Augenmerk war wirklich, das ist jetzt nicht so wie gefühlt, was fällt mir so ein, ich gucke mal hier so Rising Sun, wenn man da jetzt nicht die Spielmatte hat und die ganzen Figuren dazu. Das normale Brett und die ganzen Minis, dann wird super eng. Darauf haben sie hier geachtet. Das ist für euch nur wichtig. Habt ihr bei manch anderen Spielen Probleme, es auf den Tisch zu kriegen, rein physikalisch, dann könnte das hier auch ein Thema sein. Ja, auf jeden Fall. Hast du sonst noch was? Also, nee, ich bin wirklich mal gespannt, wie euch das gefällt, wie der Kickstarter oder die Crowdfunding-Kampagne letztendlich aufgebaut ist. Vielleicht gibt es da noch das ein oder andere, was freigestellt wird. Wissen wir auch nicht. Ihr werdet es jetzt sehen auf der Seite, ob es da vielleicht noch ein bisschen extra Content gibt. Ansonsten, was ich bis jetzt hier gesehen habe, ist sehr, sehr interessant. Interessante Verzahnung. Ich finde mal wieder ein bisschen frischer, muss dadurch aber auch reinkommen, wie so der Rundenzugablauf ist, dass man halt nicht neu nachmischt, wenn man dran ist, sondern erstmal so eine Erholungsphase hat, wo wieder was passiert. Natürlich dadurch ein bisschen kleinteilig, aber das macht auch irgendwie so den Reiz dadurch aus. Ne? So ein Mikromanagement, ja, so auf den Deal, aus den Dealern. Ja, man hat so viele kleine Games. Wo halt nur eine Sache drauf liegt und so. Also gefühlt an jeder Ecke macht man nicht das, nur eine Sache. Genau, der Crime-Level, wo ich auch so dachte, nee, ist ja nicht so schlimm, aber wenn der erste Raid halt kommt, also oder wenn einer halt meint, er müsste ihn halt automatisch ausführen, dann betrifft er ja trotzdem alle. Ja, und wenn man dann halt in dem Moment vielleicht doch ein bisschen zu hoch ist, hat man halt trotzdem Pech. Ja, genau, falls es nicht so richtig klar geworden ist. Ne, wenn wir jetzt im Spiel hier das hier triggern, dann gibt es ja hier wieder so eine Raid-Karte. Und wie du schon sagst, Raid trifft dann alle Spieler. Und da kann es vielleicht sogar je nach Karte ein bisschen glücklicher laufen, dass der gerade diesen Raid ausgelöst hat, keine Ahnung, heißt vielleicht, gib Geld aus für die Alkoholfässer, die du hast. Der hat keine Alkoholfässer. Oder für alle, die im Gefängnis sitzen und ich habe alle gerade befreit. Ja. Also. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen glückslastig. Wie sehr sowas dann ins Gewicht fällt, das können wir jetzt final auch nicht sagen. Da haben sicherlich die Jungs und Mädels, die da designen, schon auch so ein bisschen dran gearbeitet, dass es wahrscheinlich hier durchkommt, auch coole Karteneffekte zu haben, aber man natürlich trotzdem das Ganze irgendwie hier steuern kann. Ja. Ansonsten sagen wir auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, immer in die Kommentare. Wir werden versuchen, die dann weiterzuleiten oder zu klären, falls wir was haben. Und ihr könnt auch gerne noch ein anderes Video anschauen, wenn euch das noch nicht lang genug war. Ja, genau. Sollte es noch nicht lang genug sein. Jetzt hat es insgesamt natürlich wieder auch ein bisschen länger. Aber es ist halt kein kleines Spiel. Und ich hoffe, das ist klar geworden. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen das Gefühl sehen, was hier so ein bisschen passiert und dafür euch denn entscheiden, ist es was für euch oder nicht. Genau, dafür sind wir da.
und dass ihr darauf eine fundierte Entscheidung für euch selber treffen könnt. Und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir gehen jetzt zu den Fischen schwimmen. Ja, mit Betonfüßen. Ab in den Pool. Tschö.